Ahoi und grüß Gott, liebe Rad- und Wanderfreunde. Ja, lange nichts mehr von mir gehört. Heute nehme ich euch mal wieder mit auf eine kleine Radtour. Das heißt klein, 65 Kilometer sind es ungefähr und vor allen Dingen, so wie ich weiß, sind es 800 Höhenmeter. Und das bin ich gespannt, wie mir das gelingt. Unterwegs erzähle ich euch dann noch ein bisschen mehr. Ja, und es geht gleich wieder hoch hier. Ich bin in Zollhaus gestartet. Ja, Zollhaus. Die aufmerksamen Beobachter meiner Videos werden ja vielleicht schon mitbekommen haben, dass Zollhaus ein verwaltungstechnisch ein Kuriosum ist. Das heißt, es gehört zu 4 Gemeinden. Das wären Arnstetten, Burg Schwalbach, Schießheim und Mudershausen. Ja, dieses Kuriosum beinhaltet auch, dass da die Toten auf 4 verschiedenen Friedhöfen bestattet werden. Die Kinder gehen in 4 verschiedene Grundschulen. Dann hinter mir seht ihr Burg Schwalbach, das war der nächste Ort. Ja, und wohin fahre ich? Ich habe vor, zum verfallenen oder nicht mehr vorhandenen Römerkastell ich komme jetzt nicht drauf, unterwegs sage ich es euch nochmal, wie es heißt. Da steht also ein nachgebauter Römerturm. Dann möchte ich weiterfahren zur A-Quelle. Und zwar zur A-Quelle mit 2a. Diese A mit 2a ist knapp 50 Kilometer. Und zu dieser Quelle möchte ich fahren. Jo, und wie das dann weitergeht, zeige ich euch. Ich hab's gewusst, es geht hier jetzt erstmal richtig knackig nach oben. Ja, da unten, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da liegt Burg Schwalbach mit der gleichnamigen Burg. So, und das waren jetzt ein paar Höhenmeter, die ich hier hochgestrampelt bin. Und es geht noch höher. Gerade in Panrot und von da ging es jetzt wieder richtig schön knackig nach oben. Aber ich sage immer, was nach oben geht, muss auch wieder nach unten gehen. Ja, hoffentlich nicht so viel, denn dann muss ich ja wieder hoch. Ich war gerade in Strinz Trinidadis. Hübscher Name. Ja, da ging es wieder mal richtig schön von oben nach unten. Ja, und jetzt zum Römerkastell. Ich komme immer noch nicht auf den Namen. Eben habe ich ihn noch gewusst. Jetzt zum Römerkastell.
zum verfallenen Römerkastell geht es wieder ganz schön nach oben. Ah, jetzt weiß ich auch, wie das Römerkastell heißt. Zugmantel. Ja, und da ist ein nachgebauter Limesturm. Steht da. Diesen Steigungen fällt es einem schwer zu filmen, aber gut, ich habe jetzt die Hühnerstraße erreicht. Das ist eine Straße, die geht von Wiesbaden nach Limburg, eine Bundesstraße. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo es weitergeht. So, der Ort nach der Brücke war Görsroth, also nach der Hühnerstraße. Und jetzt bin ich hier, oder jetzt fahre ich hier durch Kesselbach. Ja, jetzt geht es erst wieder runter und dann muss ich wieder hoch zum Römerturm. Aber so ist das. So, hinter mir, hier unten, seht ihr Kesselbach und weiter hier oben, ich glaube hier oben, ja, das ist Görsroth. Ja, und jetzt sind es noch 1 Kilometer bis zum Römerturm, Limesturm. Ja, ich habe jetzt 20 Kilometer drauf, nicht ganz. Wenn ich da bin, habe ich 20, 21, bin aber viel hin und her gefahren. Also 65 sind es insgesamt. Aber ich denke mal, ich habe jetzt auch die meisten Höhenmeter. Also das war ja jetzt schon von unten, von Zollhaus bis hier hoch nach Görshausen, Kesselbach. Das sind schon 400 Höhenmeter Unterschied ungefähr. Naja, nicht ganz vielleicht. Gut, und jetzt geht's weiter. Hier lang. Laufend hinter mir. Ich hätte euch ja gerne den Limesturm gezeigt, aber jetzt bin ich hier oben schon alle Waldwege fast abgefahren. Aber meinst du, hier ist irgendwo ein Hinweis auf den Limesturm? Ich habe auch schon jemand gefragt, die hat mich jetzt hier hingeschickt. Aber hier bin ich ja jetzt an der Hühnerstraße. Ja. Und hier ist halt auch kein Hinweis mehr. Und über die Hühnerstraße mit dem Fahrrad möchte ich jetzt auch nicht fahren. Jo, ich guck noch mal, ich fahre jetzt wieder zurück. Muss ich ja wieder durch so ein schönes Tor. Ich denke mal, das wird so Wildtor sein, damit die nicht hier auf die Straße laufen. Ja, schauen wir mal, vielleicht finde ich ihn ja noch. Ja, ihr Lieben, ich habe diesen Turm nicht gefunden. Entweder ist er abgebaut, ich bin jetzt die ganze Strecke, alle Waldwege hier abgefahren und bin jetzt wieder da, wo ich eben schon mal war. Ja, aber jetzt fahre ich weiter. Jetzt fahre ich bis zur A-Quelle und dann mache ich eine Pause. Und dann melde ich mich nochmal. Vielleicht finde ich ihn ja noch. Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe ihn doch noch gefunden. Er ist ja schon fast in Orlen oder in Neuhof, also bis zur A-Quelle ist es gar nicht mehr so weit. Aber wie ihr sehen könnt, hinter mir ist der Limesturm Zugmantel. Und das hat die Bewandtnis, dass hier oben mal ein Römerkastell stand. Das natürlich total zerstört ist, allein schon durch den Straßenbau oder was weiß ich,
Jedenfalls steht es nicht mehr. Das war die nördlichste Bastion oder die nördlichste Grenze des Limes. Hinter mir war das Römische Reich und in diese Richtung, da hausten die Barbaren, also wir. Ja, also ich habe es doch noch gefunden. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Geschlossen. Ja, und jetzt geht's zur A-Quelle. Quelle, die haben wir wenigstens auf Anhieb gefunden. Da gehen wir jetzt hin. Sie ist ja recht unscheinbar, aber immerhin, hier entspringt also die A mit 2 A und die fließt jetzt, ich glaube, 49,7 Kilometer, also knapp 50 Kilometer. Bis nach Dietz an die Lahn und dort mündet sie dann halt in die Lahn. So, ist das nicht ein schöner Pausenplatz hier? Das wird auch mal Zeit. Ich glaube, wir haben 2:30 und ja, bin auch ein bisschen geschafft. Ja, ich habe mich schon eine ganze Zeit lang nicht mehr gemeldet, beziehungsweise schon ziemlich lange kein YouTube-Video mehr hochgeladen. Aber ich versuche mal, dieses hier fertigzustellen und auch hochzuladen. Ich habe zwar einige Radtouren gemacht, auf Komoot aufgezeichnet, aber mir hat irgendwie der Antrieb gefehlt, nochmal ein YouTube-Video hochzuladen. Wenn ihr euch fragt, was ich hier neben habe, das kriege ich übrigens morgen weggemacht. Ja, da hatte ich einen kleinen Fleck, Leberfleck oder sowas. Und den habe ich halt vorsorglich wegmachen lassen. Ja, ist auch ein bisschen genäht worden und morgen werden die Fäden gezogen. Also nichts Weltbewegendes. So, wie ihr sehen könnt, befinde ich mich jetzt hier ungefähr. Limesturm Zugmantel, den ich ja ewig gesucht habe. Ja, jetzt fahre ich hier runter nach Neuhof, hier, genau, und dann geht es hier weiter Richtung Taunusstein, Bad Schwalbach und dann hier wieder zurück. Schöner Fahrradweg neben der Bundesstraße. Das ist doch mal was, oder? Toll. So, ich bin jetzt in Taunusstein. Also, hinter mir das war Wehen, Taunusstein Wehen. Und vor mir kommt jetzt Taunusstein Hahn.
Ja, und dann habt ihr ja gesehen, noch 10 Kilometer bis nach Bad Schwalbach. Ja, dann geht's weiter. So, wir überqueren auch mal wieder die A. Ja, noch plätschert sie ja ganz gemütlich dahin. Aber die kann bestimmt auch anders. So, ich habe jetzt nicht mehr viel gefilmt. Ich bin jetzt hinter Taunusstein. Also Taunusstein habe ich jetzt hinter mir gelassen und befinde mich jetzt ungefähr 5 Kilometer vor Bad Schwalbach. Ja. Ja, ich bin schon ganz schön kaputt. Hab schon gut 40 Kilometer auf dem Tacho. Ich glaube, ich werde nicht mehr so sehr viel filmen. Aber der Weg ist schön. So, mittlerweile bin ich in Bad Schwalbach gelandet. Also wer gedacht hätte, das würde jetzt schön an der A flach entlang gehen, der sah sich ganz schön getäuscht. Ja, deswegen werde ich jetzt auch den A-Radweg verlassen und fahre die Bundesstraße entlang bis nach Zollhaus. Da weiß ich auf alle Fälle, dass das flach ist. Hier ist ganz schöner Betrieb. Ich muss jetzt mal sehen, wie ich über die Straße komme. So, ich bin jetzt auf der A-Straße. Die ist zwar ein bisschen befahren, aber es geht. Vor allen Dingen rollt man hier sehr, sehr schön. Hätte ich den A-Radweg genommen, ja, da oben wäre ich rumgekurvt. Könnt ihr das sehen? Jetzt sind das noch 16 Kilometer. Hoffe ich jedenfalls. Ja, und dann bin ich wieder bei meinem Auto. Was bin ich froh, dass ich jetzt nicht da links hochfahren muss nach Lauenselden, sondern dass mein Auto in Zollhaus steht. Das sind zwar noch gut 10 Kilometer, aber oh, zum Glück keine Steigung mehr. Ja, am Schluss ist man doch schon ganz schön geschafft. Ja, es ist halt so. Und hier muss ich auch nicht hoch. Ich komme nach Abergen-Michelbach und ab da gibt es dann auch wieder einen Radweg bis nach Zollhaus. Und hier gibt es eine Tankstelle und dann hole ich mir hier mal eine Cola. Ich denke mal 6-7 Kilometer vor Zollhaus habe ich mir die Cola hier redlich verdient. Die A bei Abergen, Kettenbach. Das war gerade mal ein kurzer Blick auf die alte Bahntrasse der Ahrtalbahn. Die gab es auch mal. Und zwar ging die von Dietz bzw. Limburg bis nach Wiesbaden. Soll ja mal wieder reaktiviert werden, aber da werden noch ein paar Jährchen ins Land gehen. Schlecht wäre es nicht. Ja, und hier bin ich jetzt in Abergen oder Hausen über A. Hier links lief übrigens die Ahrtalbahn. Thank you.
jetzt kommen wir noch am Römerbrunnen vorbei. Kurzes Fazit ziehen. Also die Tour war laut meinem Tacho genau 68 Kilometer. Laut Komoot war sie 66,6 Kilometer. Wie dem auch sei. Die paar Kilometer, die zwei oder drei, machen den Bock jetzt auch nicht fett. Komoot hat die Höhe aufgezeichnet, waren laut Komoot 530 Höhenmeter. Aber die waren anstrengend, muss man schon sagen. Im Großen und Ganzen hat mir die Tour gefallen. Eine schöne Tour, anstrengend, aber jetzt, wo ich hier sitze und ein bisschen ausgeruht bin, sie hat mir doch gut Spaß gemacht, viel Spaß gemacht. Ja. Das ist also mein kurzes Fazit. Wenn euch die Tour gefallen hat, dann würde ich mich über einen kleinen Daumen nach oben mal wieder freuen. Ansonsten wünsche ich euch was Schönes und ihr wisst ja, schwingt euch aufs Rad und habt Spaß bei der Fahrt. Also, ahoi und habe die Ehre.